Jetzt ist es soweit, das Debüt der Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Wir schauen uns dieses Spiel an und wir schauen uns auch an, warum Radeks Hintergrund so ist, wie er ist. Wir sind gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Endlich ist es soweit, die Länderspielpause, und passend dazu, Radek, bist du uns live zugeschaltet aus dem schönen Portugal, minus 13 Grad, Regen hier in Freising, Bayern. Und was macht das Wetter in Portugal? Was machst du da und was machen im Hintergrund die ganzen Vögel? Das ist halt ein Hotelzimmer und ich mache Urlaub. Das soll mir mal gegönnt sein. Und deswegen bin ich nach Portugal geflogen und fahre ein bisschen mit dem Auto rum. Schaue mir ein paar schöne Städte an. Bin gerade in Peniche. Das ist ungefähr eine Stunde nördlich von Lissabon. Aber habe mich natürlich den ganzen Tag hier im Hotelzimmer eingeschlossen, um die besten Tipps für diese supergeile WM-Qualifikation rauszusuchen. Ja, apropos Urlaub. Also viele Spieler haben es ja nicht. Jetzt gab es die ersten drei Bundesligaspiele und jetzt geht schon wieder mit der ersten Nationalmeisterschaftsrunde sozusagen los, WM-Qualifikation. Deutschland unter neuem Trainer Hansi Flick, sein Debüt. Was siehst du denn hier auf uns zukommen, lieber Radek? Ja, ich befürchte, es wird nicht viel anders sein als jetzt unter Löw. Ich meine, der Gegner ist denkbar bitter, also da hätte man sich schon irgendwie eine Kategorie besser erwartet oder erwünscht. Du hast gerade gezeigt, Yannick Frick ist so der beste Spieler von Liechtenstein. Der ist zurzeit vereinslos, aber wir kennen ihn alle aus der vierten Liga bei Cottbus, wo er letzte Saison ein paar Spiele gemacht hat. Und auch in der Serie B für Perugia hat er mal gespielt. Also das ist schon das höchste der Gefühle. Und Justin Oppel, der Torwart, natürlich allen Uerdingen-Fans ein Begriff, der Torwart vom KFC Uerdingen. Aber das ist natürlich klar, Deutschland muss Liechtenstein vernichten, haushoch weghauen, Heimvorteil gibt es auch nicht, da die in St. Gallen in der Schweiz spielen. Und alles andere als ein hoher Sieg für Deutschland, so im Bereich 5-0, 6-0. Ist die Erwartung, alles andere wäre schon fast ein Fehlstart für Flick. Und ja. Die Quoten geben natürlich nicht sehr. Deutschland mit 1,01. Könnte man eigentlich ganz viel Geld draufsetzen, dass Liechtenstein hier was reißt, unmöglich, allerdings frisst dann quasi die Wettgebühr auf den Gewinn auf. Das ist dann natürlich auch Schwachsinn. Ist so ein bisschen wie das Geld bei der Bank anlegen, so Sparvertrag oder so, Bausparvertrag, dann kriegst du wahrscheinlich auch weniger raus, als du einsetzt. Also, für den Hansi Flick ist es eine einerseits dankbare Aufgabe, andererseits undankbar. Dankbar, weil, der wird ja wohl kaum jetzt mit einer Niederlage starten. Und undankbar, weil ein Sieg gegen Liechtenstein ist einfach die Grundvoraussetzung bei dem ganzen Duell. Thomas Müller hat es ja so ein bisschen gesagt im Spiel oder nach dem Spiel gegen Berlin, wo er auch gemeint hat, wenn sie jetzt gegen Liechtenstein gewinnen, ist das jetzt nicht so die Überraschung, und egal ob Löw oder Flick oder wer auch immer Trainer ist, das sollten sie schon gewinnen, und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Wende hergestellt worden ist, die ja definitiv nötig ist, und unter Flick erwartet ja jeder, dass die Spieler besser werden, dass Flick auch hoffentlich die Besten, die Nationalspieler Deutschlands aufstellt und nicht die Jungen, wie dann Löw gemacht hat, wurde ja viel kritisiert, darauf wollen wir jetzt auch gar nicht eingehen, sondern wir schauen uns einfach die Quoten an. Wir wissen beide, dass Deutschland gewinnt, ich glaube, das weiß jeder, aber du hast jetzt gerade gesagt 5-6-0. Ja, das sind die Erwartungen, aber die Realität kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eng wird, dass Deutschland vielleicht nur 3-4-0 gewinnt, weil Flick dann auch ein bisschen den neuen Spielern, die er berufen hat, wie ein David Raum oder ein Nico Schlotterbeck, auch Einsatzzeit geben will. Aber ich denke, dass auch viele einfach hoch motiviert sein werden, und dann werden sie das schon. Also über 4,5 Tore, da wäre ich jetzt gespannt, was es da noch für eine Quote gibt. Aber es ist auch zu gefährlich, weil wir reden immer noch von Deutschland, das sich in den letzten Jahren einfach immer oft genug ganz schlecht aus der Affäre gezogen hat. Und deswegen, für Liechtenstein ist es natürlich ein Volksfest und für Deutschland halt das unnötigste Spiel aller Zeiten. Ja, also der Thomas Flick,
Was willst du da groß sagen? Also es sind immer noch die gleichen Spieler. Wenn jetzt die 7-0, 8-0 gewinnen würden, dann wird es wahrscheinlich heißen, sie haben sich unter Löw nicht angestreckt, was ja auch nicht wirklich die Wahrheit ist. Interessant ist es, erst wenn Deutschland mit mindestens 3 Toren Vorsprung gewinnt, gibt es eine Quote. Du hast jetzt gesagt, 4,5 würde dich interessieren bei den Toren. Beim Handicap würde es schon mal eine gute 1,84 geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir davon ausgehen sollten, dass Liechtenstein ein Tor schießt. Jetzt schauen wir. Das wäre es doch. Yannick Frick, sage ich bloß. Yannick Frick könnte auch gegen Deutschland treffen und dann wäre es natürlich über 4,5 Tore. Aber diese Quoten sind natürlich leider Gottes nicht der Rede wert. Kann man fast nur sagen, genießen wir das Spiel auf RTL mit Uli Hoeneß, wenn der noch Experte ist. Ansonsten mit viel Werbung und dann schauen wir uns noch an, da gibt es noch einige andere interessante Spiele in dieser WM-Quali. Ganz genau, und wir machen es jetzt so, ich werde dir jetzt ein paar Schinken hinknallen und wenn dir in 5 oder 10 Sekunden etwas dazu einfällt, dann lass es uns doch wissen. Wir schauen einmal nach Andorra. Ja, das ist natürlich auch ein Spiel der Fußballzwerge, bei dem es irgendwie keinen Vorteil gibt. Andorra höchst favorisiert mit 1,43, das halte ich ein bisschen für untertrieben. So schlecht ist San Marino dann auch nicht. Aber natürlich, Asian Handicap auf San Marino könnte man ins Auge fassen. Aber wer wird schon hier gegen Andorra wetten? Also dafür sind die zu stark zu Hause auf ungefähr 2000 Metern Höhe. Beide treffen 3,0er Quote. Belgien, die Roten Teufel spielen in Estland. Da, was denkst du da? Ja, da haben die Deutschen ja auch schon mal gespielt vor nicht allzu langer Zeit und haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ähnlich erwarte ich es jetzt von den Belgiern auch. Die sind natürlich haushoher Favorit. Dass die Esten hier was reißen, kann man sich nicht vorstellen. 2-0, 3-0 für Belgien. Quote gibt aber auch, ehrlich gesagt, gar nichts her. Wir schauen mal ganz kurz in die Deutschlandgruppe, da Island gegen Rumänien, die Quotenverteilung auch relativ ausgeglichen. Unentschieden könnte sich, glaube ich, Deutschland nicht beschweren, das wäre vielleicht ganz okay. Ja, dass Deutschland hier zittern muss, dass sie weiterkommen, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, wenn dieses Spiel ausgeht. Ja, aber zu Hause aber, ist natürlich immer gefährlich. Also da sehe ich die Rumänen schon auch nicht so als Favorit. Und man könnte natürlich hier Asian Handicap 0 auf Island oder so gehen. Oder Asian Handicap plus 1 auf Island wäre eigentlich so meine Wette, weil ich die Rumänen natürlich noch ein bisschen stärker einschätze. Aber der Heimvorteil der Isländer könnte natürlich hier auf was rauslaufen, worauf ich natürlich kein Geld investieren würde. Also, Deutschland soll man nicht vor den Armen loben sozusagen. Da muss man schon aufpassen. Mazedonien gegen Armenien, das ist ja dann auch ein Duell einer Mannschaft, die Deutschen besiegt hat. Und jetzt müssen sie es bestätigen mit einem Heimsieg. Eine Zweierquote, unentschieden, alles möglich. Ich meine, das sind keine Spiele, wo man jetzt ehrlich gesagt jemanden empfehlen sollte, würde zu tippen. Deshalb, wirklich? Da willst du jetzt? Ja, Nordmazedonien, EM-Teilnehmer, okay, jetzt ohne Pandev, der nach der EM zurückgetreten ist, haben sie aber bei der EM auch gegen Österreich tapfer geschlagen und Österreich ist ja eine Top-Mannschaft mittlerweile im europäischen Fußball und Armenien hingegen, die haben außer Mkhitaryan halt gar nichts und die haben echt ganz schwache Ergebnisse. Die haben zum Beispiel Gibraltar erst jüngst irgendwie nur 1-0 besiegt oder so. Habe ich reingezogen, weil mich interessiert hat, wie Gibraltar über übrigens so drauf ist. Die spielen ja in Lettland und da rechne ich mir schon mein Asian Handicap auf die Gibraltesen aus. Aber hier denke ich, Mazedonien muss hier dieses Spiel gegen Armenien zu Hause schon gewinnen. Die haben zwar ja einen respektablen Sieg gegen Rumänien, aber alles in allem, gegen Liechtenstein war es, nicht gegen Gibraltar, aber ich meine, das sind halt der Gruppenerste. Ein ganz großer Fußballzwerg, die Armenier und Mazedonien war immerhin jetzt bei der Europameisterschaft, deswegen müssen die das zu Hause gewinnen und eine Zweierquote finde ich dafür sehr attraktiv. Ich suche gerade, Entschuldigung dafür, wenn ich das Menü jetzt hier aufgeklappt habe, dann sehen wir das nicht ganz. Wo ist unsere deutsche Gruppe? Armenien ist der Tabellenerste. Das bei allem Favoritenstatus für Mazedonien sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Die einzige Mannschaft oder das einzige Land, was hier noch
ohne Punktverlust ist. Verrückt. Der Europameister tritt an. Heimspiel gegen Bulgarien. Sie haben jetzt so viele Spiele in Folge gewonnen bzw. nicht verloren. Dementsprechend hoch ist die Quote. Ich denke, nach so einem Titel ist da vielleicht auch potenziell erstmal Luft raus. Sie sind ja auch in der Qualifikation jetzt, das werden sie natürlich schaffen, aber das ist so etwas, wer Bock hat, könnte mal überlegen, ob man einfach so eine Spaßwette plus 3 auf Bulgarien oder plus 2,5, das hört sich auf den ersten Blick nicht so verkehrt an, aber von dir, Radek, möchte ich lieber wissen, was passiert denn in diesem Duell, Schweden, Spanien, das haben wir schon bei der EM gesehen, da haben die Spanier gegen Schweden sich ja sehr, sehr schwer getan. Ja, aber das war das erste Spiel der Spanier bei der EM und die haben sich ja dann in jedem Spiel gesteigert und am Ende dann ja auch wirklich sehr stark gespielt, ein super Turnier und sind halt am späteren Europameister Italien gescheitert. Deswegen hier höchst attraktiv die Quote auf die Spanier, weil die Schweden, die haben es andersrum gemacht, die waren erst stark und haben dann ziemlich nachgelassen im Turnierverlauf. Und an einem normalen Tag muss Spanien dieses Spiel gewinnen gegen die Schweden, auch in Schweden, die eigentlich im Prinzip sehr, sehr viel Glück auch hatten in diesem Spiel gegen die Spanier in der Europameisterschaft, dass sie einen brutal starken Torwart hatten und die Spanier halt nichts aus ihren Chancen gemacht haben, was sie dann im Turnierverlauf besser gemacht haben. Was so jetzt dieses Europameisterschaftsqualifikationsspiel ist und wie stark der schwedische Heimvorteil sein wird, das sind halt zwei Punkte, die hier ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, wenn es um Asian Handicaps geht, aber ein knapper Spanien-Sieg bei einer Quote von 1:8 finde ich auch sehr attraktiv, also einfach ein Sieg. Ja, ich finde persönlich jetzt auch, dass minus 1 auf Spanien eine 2,5er-Quote echt cool, einfach auch mit dem Hintergrund, dass die Spanier vielleicht zeigen wollen, die Schweden hauen wir jetzt richtig weg und erst zwei Spiele, die Schweden und 4 Tore, 0 Gegentore, da hat doch Spanien bestimmt Bock, einen einzulunzen, wie es so schön bei uns heißt. Ungarn, England, der Finalist, im Elfmeterschießen gescheitert, jetzt geht es weiter in die WM-Qualifikation. England ist ja eigentlich bekannt dafür, auch gegen diese Underdogs, wie letztes Jahr zum Beispiel gegen Tschechien in der Qualifikation, zu verlieren. Ungarn hat schon eine richtig geile Europameisterschaft gespielt. Das sollte man nicht jetzt unter den Tisch kehren. Sie haben Frankreich einen Punkt abgetrotzt, 80 Minuten unentschieden gegen Portugal und waren gegen die Deutschen verdammt nochmal besser. Also die hätten eigentlich mehr die Endrunde oder die K.O.-Phase verdient als unsere Nationalmannschaft. Und so gut die Siegquoten auch sind, ne? Also wo haben wir es jetzt hier? 1,4 irgendwas auf England. Ja, und reiner Sieg, Ungarn 8, irgendwas und also alle ungarischen Zuschauer und ungarischen Fans können das mit einem kleinen Einsatz bestimmt machen und ganz Europa wird euch die Daumen drücken. Also dieser Auftritt der Engländer bei der Europameisterschaft war ja maximal bescheiden für das, was man eigentlich erwartet hätte. Und zum Glück haben sie nicht gewonnen irgendwie. Würde ich Ungarn das natürlich gönnen, aber mit der Asian Handicap drauf zu wetten, wäre auch eine Option, dass England hier einfach wieder diesen No-Bock-Fußball irgendwie zeigt und sagt, boah, wir sind so geile Jungstars, fahren unsere Lambos und fahren nach Ungarn, um hier 1-0 aufs Maul zu kriegen oder so in der Art. Okay, und das ist auch eine interessante These. Jetzt zum Abschluss, wir schauen uns nochmal das genaue Ergebnis beim Spiel Liechtenstein gegen Deutschland an. Radek, du darfst den ersten Tipp machen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich schwanke zwischen 4-0 und 5-1. Ich nehme 5-1 und sage, Yannick Frick schießt ein Tor. Herzlichen Glückwunsch zu einer 21er-Quote. Bei mir, ja, was sage ich? Ich glaube irgendwie nicht, dass Deutschland ein Tor schießen wird. Dafür sind wir eigentlich dann wahrscheinlich auch wieder zu Liechtenstein Tor schießen wird. Dazu sind wir zu passiv. Ich glaube trotzdem daran, dass Liechtenstein konditionell in der zweiten Halbzeit einbrechen wird. Ich sage jetzt einfach mal ein souveränes 6-0. Und das sieht auch für uns beide ganz gut aus. Wenn wir über 5,5 Tore wetten würden, hätten wir beide gewonnen. Und das ist doch ein ganz gutes Zeichen. Wir würden uns auch freuen. Was sind eure Erwartungen? Teilt die uns mit. Ist
verändert sich irgendwas oder wachen wir alle am Freitag auf und denken uns, die Nationalmannschaft ist weiterhin scheiße. Bis zum nächsten Spiel, wir freuen uns drauf und bis dann. Ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community.